Manche Mythen halten sich wirklich hartnäckig. Wie zum Beispiel einige Dating-Mythen, die uns schon von klein auf eingetrichtert wurden. Doch von diesen vier können wir uns guten Gewissens verabschieden. Erstens, nicht den ersten Schritt machen. Auch wenn es früher vielleicht als höflich oder sogar charmant galt. Wenn man Interesse an einer Person hat, sollte man es auch zeigen. Denn wenn man es ständig vor sich herschiebt, kann es irgendwann vielleicht zu spät sein. Zweitens, unnahbar spielen, um Interesse zu wecken. Die WhatsApp-Nachricht erst nach ein paar Stunden öffnen, so ist man nicht ständig erreichbar. Diese und andere manipulativen Strategien bewirken oft nur das Gegenteil und sorgen für Missverständnisse. Drittens, den Mann zahlen lassen. Früher galt es als selbstverständlich, dass der Mann bei einem Date zahlt. Doch warum nicht auch mal die Initiative ergreifen und den Geldbeutel selbst in die Hand nehmen? Viertens, erst nach 3 Dates intim werden. Niemand sollte sich von gesellschaftlichen Vorgaben unter Druck setzen lassen. Egal, ob man direkt beim ersten Date ins Bett hüpft oder bis zum 10. Date wartet, die Hauptsache ist, dass sich beide wohl und sicher fühlen.